Und damit willkommen zu einem neuen Streamchen von Skyrim. Ja, wir sind immer noch in Iverstadt, glaube ich, war das, ne? Auf dem Weg zu den Graubärten. Und ich habe mir eine neue Rüstung genehmigt. Ja, gucken wir uns die mal an. Das ist die... Ja, muss ich mal eben ganz kurz gucken. Das ist die... Nachtwachenrüstung. Genau. Plus Lannister, die Handschuhe von Lannister. Dann noch so einen schönen Umhang. Und die Schuhe des Bergs. Wie heißt der nochmal? Mountain, wie hieß der nochmal? Hieß der Berg? Der hieß doch nicht Berg, oder? Ist ja alles von Game of Thrones. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ging das, glaube ich, nur, weil die... Also die finden, glaube ich, nur in diesem Menü hier statt. Also, dass ich mir die ziehen kann. Die kommen, glaube ich, in der Welt so nicht vor. Ich könnte mich auch täuschen. Auf jeden Fall habe ich noch zusätzlich einen anderen Stand. Plus eine andere Animation mit dem Schwert halten. Allerdings, was nicht geklappt hat, ist eine andere Magiehaltung. Das ist immer noch die Standard-Magiehaltung. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Obwohl es eigentlich drin ist, aber das funktioniert leider noch nicht. Aber... Ja, und das Schwert ist neu. Das Schwert genauso. Ne? Gehört auch, oder kommt auch aus der Serie. Ich werde mein Wort nicht brechen. So. Dann machen wir mal weiter. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Ja, jetzt erst recht. Ich setz mich mal, mein Freund. Ne? Ich setz mich mal. Würdet ihr euch bitte um die Kunst ihr seht nicht wie ein könnt ihr mir etwas aus. Über Hochrodgar erzählen? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Lass mich hier ruhig. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Mhm. Wollt ihr was zu trinken? Was gibt es denn? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ich hätte gerne irgendetwas für Heilung. Ein Zaubertrank oder so. Hast du sowas? Salz, ja. Das bringt mir nicht viel. Gib mir mal... Oh, hier, sowas. 10 Gesundheit? Ja, ist nicht so viel, ne? Ist nicht die Welt. Das ist ganz schön wenig. Nehme ich mal so gekochtes Rindfleisch und so ein gebratenes Ziegenbein für unterwegs, ne? To go nehme ich das. Butter, komm, die Butter nehme ich mir auch noch mit. So, was spielt ihr? Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Aha, super, aber ich muss sparen. Nur 5 Goldstücke? Ich würde das Doppelte und mehr bezahlen, um euch spielen zu hören. Oh, danke. Ach, einfach überreden. Ihr seid sehr freundlich. Hättet ihr immer noch Interesse? Ja, verdammt. Vielleicht ein andermal. Nun denn. So, könnt ihr mir etwas über Hochrodgar erzählen? Ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen. Ich würde alles geben, um dieser öden Stadt zu entkommen. Ich beneide euch. Okay, wunderbar. Danke fürs Gespräch. Eine angenehme Reise, mein Herr. Danke. Was wollt ihr? So, Meister. Wir verirren sich Wilhelm. Nicht allzu viel. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Könnt ihr genau wieder das Gleiche? Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Also ich schaffe es nicht komplett nach oben. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ein Beutebrief? Kopfgeld hinzugefügt, Karte aktualisiert, töte den Banditenanführer in Revas Wacht. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten?
Ich könnte Nachforschung für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Das kostet euch aber einiges. Erkunde den Feuerschleierhügel. Würde das Hügelgrab schon mal erkundet? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Wo erfahre ich mehr über Magie? Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das Schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Verdammter Dummkopf! Sprich mit Aventus Aretino. So, das brauchen wir nicht. Das ist eigentlich unwichtig. Gut, ich mache mich mal auf den Weg. Sollen wir mal erstmal einmal in das Hügelgrab und ein bisschen Gold farmen? Farmen ist gut, ne? Farmen. Aber wir müssen ja auch immer noch ein bisschen stärker werden, ne? Einst, als noch Drachen über die Welt herrschen, gab es Sterbliche, die diesen Monstern als Götter verehrten. Diese Drachenpriester starben bereits vor langer Zeit. Doch irgendwas, stört ihren Schlaf oder so? Irgendwie so war das? Beim Zaubern solltest du warten, bis der Zauber... Dankeschön, danke dafür, dass es so schnell weggegangen ist. So, dieses Feuerschleierhügelgrab haben wir da. Wir haben hier noch etwas. Hier ist noch ein Häuschen. Wohnt hier jemand drin? Das ist eine Farm. Wenn ihr euch je zur Ruhe setzen und Kinder haben wollt, denkt gut darüber nach, bevor ihr es tut. Holy shit, okay. Das Hühnchen hilft dir. Finde ich gut. Okay, wir gehen mal rein, wenn ich hier hochkommen würde. Und schauen uns mal an, was denn da abgeht. Wie mache ich das nochmal mit Missionen annehmen? Ganz kurz. Da. So, erkunde das Feuerschleier-Hügelgrab. Hügelgrab. Stufe 3 immer noch nur. Und wir haben keinen Begleiter mehr. Jetzt wird es schwierig. Wir haben den Guten echt verloren. Boah, das ist aber stockfinster hier wieder. Stockfinster. Winziger Seelenstein. Ich habe was gehört. Sollen wir mal ein bisschen auf Sneaky-Modus, ne? Gold. Genau, apropos. Ich rüste auch mal ein Schild aus. Wir haben ja immer noch das Eisenschild. Wunderbar. So. Ah ja, warte, komm. Hallo, Durchsuchung. Ach nee, neben Geldbeutel. 19, wunderbar. Na, das ist bestimmt ein Feind, oder? Nee. Ich höre was. Ganz in der Ferne flüstert etwas. Geht. Geht fort von hier. Illusion verbessert. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Stufenaufstieg. Wie viele Hebel haben wir? Wie viele Hebel willst du? Ja. Oh, ich bin vergiftet. Super, das haben wir schon mal. Okay, wir können weiter. Geh ein bisschen sneaky-meaky hier vor. Und gucken mal, wer auf uns da wartet. Hier haben wir auch wieder Tore. Aha. Da will uns aber jemand wirklich ans Leder, ne? Also das ist hier wirklich tiptop abgesichert. Aufschließen, Eisentür, Lehrling. Das kriegen wir doch hin. Zack. Boah, da es so dunkel ist, ne? Da läufst du da schon oftmals. Ach, ein Gold, willst du mich verarschen? Extra nur, damit wir sterben hier.
Musst du aufpassen, da liegt irgendwas immer am Boden herum. So Druckplatten oder so. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar Türen. Öffnen Eisentür. Super, hier können wir einfach so weiterlaufen. Hier liegt was rum, ein Leintuch. Hier haben wir so eine Begräbnisurkunde. Urkunde, Urne. Da ist ein Geist. Er lebt! Warte, lass mich aufstehen! Das war kein Geist. Essenz des Phantoms. Du nimmst für 30 Sekunden Geisterform an. Goldene Halskette, winziger Seelenstein. Guck dir das mal an. Dein Tagebuch. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. Oh, ich wollte nicht umblättern. Das war eine knappe Sache heute. Mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in meinen Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. Jetzt frage ich mich, der lebt doch bestimmt hier schon seit zig Jahren. Und dann ist er dann erstmal ins Hügelgrab gekommen? Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Erfolg! Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze, es ist fast ein halbes Jahr vergangen. So lange lebt er hier einsam. Und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Oder irgendwelchen Hinweisen auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen mich durchschaut haben und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer ich bin. Ich bin, wer bin ich? So, meine Güte. Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Es ist meine Bestimmung, es zu beschützen. Was geschieht nun mit mir? Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Aber finde ich gut, dass er wenigstens gesund ist. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch beides mit. Das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch? Das Firmament, das haben wir schon. Ich habe jetzt nämlich auch um die Bücher herum einen Schleier, dass ich sehen kann quasi, welches ich schon habe, welches noch nicht. Das ist ganz gut. Das ist richtig hilfreich. So, es geht weiter. Also die Klaue wird hier wohl nicht sein. Aha. Okay, das ist natürlich jetzt problematisch. Wir haben ja immer noch die Drachen, die Saphir-Drachenklaue brauchen wir dafür. Wir haben aber die Gold-Drachenklaue, glaube ich, ne? Hieß sie? Also die aus Gold ist. Also bringt es uns hier nicht weiter. Wir können den Schatz nicht plündern. Wir müssen gehen. Diesen unwirklichen Ort verlassen.
Aber wir haben es abgeschlossen, wir haben es geklärt, was das Problem war. Und gehen jetzt einmal zurück zu William. Teilen ihn das mit. Und dann sind wir raus, ne? Dann gehen wir zu den Graubärten. Die haben uns ja gerufen.